Und weiter geht's hier bei Timberborn. Ich grüße euch. Willkommen zurück. Ja, wir machen weiter. Die letzte Folge war so ein bisschen unschön gewesen, ja. Weil das nicht so ganz geklappt hat mit unserer Schleuse hier. Ich hoffe, bei der nächsten Dürre wird das klappen. Ich hoffe, ich habe den Fehler gefunden. Aber ich möchte jetzt hier gar nicht weiter eingehen, sonst ärgere ich mich wieder. Ja, mit dieser blöden Schleuse hier. Wir schauen mal, was wir so in der letzten Folge gemacht haben. Wir haben hier immer noch unser Bauprojekt am Laufen. Sieht ein bisschen komisch aus hier, ne? Hier sollen ja weitere Pumpen entstehen. Hier werden wir noch zusätzlich hinterher noch welche dazu bauen, ja. Aber das muss erstmal fertig werden. Wir brauchen hier Unmengen an Bretter. Ja, Bretter und Rohholz. Wir haben ja aktuell haben wir noch zwei Sägewerke am Laufen. Das sollte erstmal genügen. Das heißt, das dauert erstmal so eine Weile. Und ich habe mir gedacht, da wir ja jetzt anfangen mit Weizen. Wir haben auch schon Weizen geerntet. 48. Ja. Es ist ja so, dass wir hier... wir lagern ja hier Rohholz und hier Rohholz. Wir brauchen natürlich jede Menge Rohholz hinterher. Das ist gar nicht schlecht, dass wir so viel Rohholz speichern. Hier hinten lagern wir ja Altmetall. Das Ding ist auch fast ständig voll, ne? Es liegt ja daran, dass wir aktuell nur eine Schmelze haben. Das soll sich aber alles ändern. Wir haben in der letzten Folge ja auch schon angefangen, diesen Motor hier zu bauen. Ja. Achso, ja, wir bräuchten ja Metallblöcke, ne? 10 Metallblöcke noch, okay. Das freut mich. Wir geben jetzt einfach erstmal Vollgas. Wir geben jetzt erstmal Vollgas. Weil wir warten ja auch noch hier auf unseren mittleren Tank, den wir auch noch erforscht hatten. Aber dafür brauchen wir Zahnräder. Da haben wir aktuell ja auch nur eine so eine Werkstatt hier. Wir können eigentlich gerade nicht so wirklich viel machen. Obwohl ich hätte gerne hier oben, weil wir hinter hier eine Mühle ja auch hinbauen, ne? Wollen wir hinter eine Mühle bauen, die uns Mehl produziert. Hätte ich gerne hier oben. Was können wir denn hier an Weizen lagern? Also hier oben möchte ich eigentlich auch Weizen lagern, ja, damit der Laufweg halt hier auch kürzer ist. Hier haben wir aktuell 50 Weizen drin, okay. Wo sind denn, jetzt frage ich mich gerade, wo wird hier Weizen gelagert? Hier ist aktuell 50 Weizen drin, in diesem Bauernhaus, okay. Ah, hier drin ist auch Weizen, weil dieser Bauern, okay. Gut, es macht Sinn, dass wir hier mal so ein Weizenlager bauen. Müssen wir aber. Achso, ja, nee. Da müssen wir so ein Lagerhaus bauen, ne? Passt gerade noch hier hin. Machen wir. So ein großes Ding hier. Hier verbrauchen wir auch. Oh, 80 Bretter und 60 Rohholz. Hier können wir 1200 Weizen lagern. Finde ich erstmal gar nicht schlecht. Dauert nur eine Ewigkeit. Deshalb lassen wir jetzt erstmal das Spiel die ganze Zeit auf Vollgas laufen. Kartoffeln können immer geerntet werden, das ist gut. Aber ist mir immer noch zu wenig. Wir haben Grillkartoffeln 8, ja, über 90. Okay. Über 90. Nee, das ist unschön, ne? Aktuell haben auch Wissenschaftspunkte ein bisschen niedrig. Ich hatte mir gedacht, dass wir mal wieder ins Wohlbefinden hier reingehen. Freibad bauen oder einen Tempel. Oder einen Heiler. Also ich hätte gerne erstmal so einen Heiler. Weil wenn ich schaue, haben wir schon ziemlich oft verletzte Biber. Und die können wir halt ein bisschen schneller heilen, wenn sie auch Heilungen bekommen. Guck mal, wie schön die da sitzen. Was hat er denn da am Rücken? Was ist er denn für einer? Das ist ein Schlepper, okay. Ein Schlepper hat immer so einen tollen Holzrucksack, oder wie?
Das sieht man den schlecht, ne? Doch, da hinten läuft er. Ja, die haben immer so tolle Holzrucksäcke oder was auch immer das ist. Ah, damit die besser schleppen können, ne? Da sieht man das. Tatsächlich. Das sind schon niedlich, die Viecher. So, aktuell 2 Arbeitslose. Mhm, okay. Ja, das ist ein bisschen blöd, ne? Dass wir jetzt gerade den Weizen nicht ernten können. Ah, die haben auch Kartoffeln hier drin im Lager und so. Karotten. Okay. Hm. Nee, wir müssen hier dieses Lager aus. Guck mal, Rohholz, Bretter. Ja, Bretter. Das ist echt eine Mangelware. Das Problem ist ja auch, weil gleichzeitig die Zahnradwerkstatt auch noch Bretter braucht. Am liebsten würde ich jetzt schon sagen, dass wir noch ein drittes Sägewerk bräuchten. Um das Ganze hier zu beschleunigen, ne? Hier, Rohholz, okay. So, wie sieht das eigentlich hier aus? Also hier sieht das eigentlich mit den Holz technisch eigentlich ganz gut aus. Noch kommen wir klar mit der Rohholzproduktion, ne? Wasser sieht auch schon besser aus. Ist zwar noch nicht ganz voll, aber da sollen ja... Ah, guck mal. Hier haben wir schon aktuell wieder eine neue Tiefenwasserpumpe. Das ist schön. Nur... Muss diese auch... Ah, okay. Das funktioniert hier, ja? Mir wird ständig immer abgeholt. Das Problem ist natürlich, wenn hier die internen Lager voll sind, kann nicht produziert werden, ne? Das heißt, es muss immer relativ schnell abgeholt werden. Nur hier in der Nähe sind auch keine Wassertanks, ne? Hier hinten haben wir noch 2. Aber guck mal, ja, doch. Die Wassertanks sind alle voll. Okay, das ist erstmal ein gutes Zeichen. Das wird sich aber ändern, wenn wir dieses dicke Ding hier kriegen. Ne? Hier passen 300 Wasser rein. Man könnte natürlich sagen, hier wäre ja aktuell Platz. Ne? Da könnte man einfach mal so ein kleines Ding hier, so einen kleinen Tank nochmal hinstellen. Nee, können wir gar nicht, ne? Können wir diesen Pfad hier abreißen? Ja. Doch, ich wollte schon sagen, wir können doch hier dafür einen Tank hinbauen, ne? Okay, sieht gut aus. Ja, normalerweise wollte ich ja hier einfach quer ein... Ne, hier. Hier würde ich gerne parallel ja einen Weg reinbauen, ne? Und ich glaube, das machen wir auch. Leute, das machen wir, um einfach... die Wege abzukürzen, ne? Das ist ja blöd, immer ständig von dort nach dort zu laufen. Hier kann man halt schon den Weg abkürzen, ne? Ah, guck mal, das Ding ist schon fertig. Okay, hier soll Wasser gelagert werden. Okay. Gut, machen wir das. Machen wir uns jetzt einfach hier so einen Weg rein. Auch wenn wir dafür Bäume ja, umhauen müssen. Ressourcenabriss. Hier, einmal quer bitte rein. Tut mir ja in der Seele weh, ne? Mal gucken, wann die damit anfangen. Obwohl, wir können das ja auch mal eben priorisieren hier. Geht das auch ein bisschen schneller. Aber jetzt gehen die auch schon alle wieder pennen, ne? Könnte sich natürlich noch überlegen, ob wir noch so einen Schlepperposten bauen, um einfach mehr Leute ja, zum Schleppen zu haben, ne? Die Sachen von A nach B tragen und so. Ist halt ein ganz, ganz wichtiger Job hier. Da unsere Laufwege natürlich auch immer länger werden, ne? Weil wir immer weiter nach außen bauen. So. Das sieht vielleicht ganz gut aus. Auch wenn wir dafür die Rohholzproduktion natürlich ein bisschen reduzieren, ne? Na, guck mal, der Weg wird eigentlich ganz gut genutzt, ne? Das sieht eigentlich ganz cool aus. Also die benutzen... glaube ich auf jeden Fall immer den kürzeren Weg. So intelligent sind unsere Biber. Ja, so sieht das gut aus. Guck mal, der Wassertank ist auch schon wieder voll. Eieiei. So, allgemein, wie sieht das aus? Immer noch nicht weitergekommen, ne? Hier sind noch keine Bretter angekommen.
Hier, Rohholz ist da, 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 da. Also hier, oh, unser Motor ist so ziemlich fast fertig. Nur noch 3 Metallblöcke, dann ist unser Motor fertig. Schön. Schön, schön, schön. Aber dann kann man sehen, wie das mit unserer Rohholzproduktion läuft. Ja, also wenn der Motor gleich an ist, dann, ja. Schauen wir mal. Okay, soweit sieht eigentlich alles ganz gut aus, ne? Nicht verbundene Gebäude? Oh! Warum nicht? Nicht verbundene Gebäude? Warum ist das Ding denn hier nicht verbunden? Hier arbeitet keiner? Ist kein Pfad hier? Ach so, weil die Doppelplattform noch nicht fertig ist. Deshalb. Ah, okay. Ja, dann kann das auch noch nicht funktionieren. Ja, cool. Dann sind schon mal 2 Pumpen hier fertig. Also so soll das aussehen. Und wenn wir hier mal dann hinterher auch Wasser anstauen werden, ne? Höhe 1,5. Ja, da müssen wir nachher mal schauen, wie wir das so einstellen. In 3 Tagen gibt es Dürre. Könnte man sich natürlich hinterher überlegen, ob wir dann hier schon mal eine Wasserpumpe abbauen und dafür hinterher noch eine hier hinzubauen. Oh, war ja, es dauert hier echt Ewigkeiten. Wo gehen denn aktuell die ganzen Bretter hin? Wahrscheinlich nur für die Plattform, ne? Ah, hier. Tiefenwasserpumpe funktioniert schon mal. Jetzt haben wir schon mal eine Wasserüberproduktion. Hm. Komm, wir planen das sofort. Setzen hier. Da. So, hier noch eine hin. Können wir denn hier auch eine hinbauen? Nee, das wird blockiert durch den, ne? Unschön. Aber wir könnten natürlich hier hinterher noch eine hinbauen, ne? Dafür fehlen uns aber noch ein paar Plattformen. Okay. Bauen wir die Plattform, Doppelplattform. Hier noch eine hin. Und. Ja, komm, hier noch und hier noch eine hin. Und da drauf soll dann noch so eine Pumpe hin. Sollten wir erstmal hier ausreichend haben. Wenn das hier alles so gebaut worden ist, bin ich, glaube ich, erstmal zufrieden. Zahnräder. Bretter. Hm. Oh, ein Metallblock noch. Ein Metallblock. Komm, Schmelze, gib alles. Energieeinspeisung Maximum 46 bis 200. Oh, da kommt wenig. Da kommt wenig an. Jetzt in 1,2 Tagen gibt es Dürre. Das heißt, hier wird gar nichts mehr an Strom produziert. Bis dahin müssen wir den Motor fertig haben. Wir schauen mal. Und in einem Tag werden wir sehen, ob das hier klappt. Und wenn das hier nicht klappt, automatisch, ja, dann weiß ich auch nicht. Dann werden wir das ganze Ding hier abreißen. Oh, wir haben aktuell wieder 700 Wissenschaftspunkte. Schön. Da könnten wir uns doch tatsächlich wohlbefinden. Dann machen wir schon mal diesen Heiler. Auch wenn wir den jetzt noch nicht bauen werden, weil wir dafür, für den Bau dieser Hütte hier, auch noch Eisen und so brauchen. Achso, groß ist die auch nicht, ne? Mal gucken, wo wir die denn hinbauen. Leute, unser Motor ist fertig. Also in diesem Motor, da arbeitet natürlich einer, ne? Der den ständig halt mit Holz, da Rohholz, ne? Immer wieder drauflegt. Energieleistung 0 PS. Ja. Versorgung noch 50 Stunden. Also wir kommen mit 10 Rohholz 50 Stunden. Okay, also die sind gewährleistet. Das steht sogar hier. Okay. Gut. Wie machen wir das?
Jetzt machen wir das erstmal so. Wir haben aktuell noch einen Arbeitslosen. Die Dürre kommt gleich. Und wir werden jetzt einfach mal, weil wir einen Mangel an Bretter haben, werden wir hier so ein Sägewerk schon mal hinbauen. So. Das lassen wir jetzt erstmal bauen. Dann müssen wir gleich mal schauen, wie wir das anschließen werden. Weil so wie es jetzt da steht, wird es keine Energie bekommen, ne? Okay. Ja, cool. Der Motor sieht auf jeden Fall ganz cool aus, ne? Was ist das denn da oben dran? Dreht sich das Ding nachher? Ich weiß es gar nicht. Ich bin gespannt. So, was ist hier los? Keine Arbeiter im Distrikt. Oh, okay. Oh, die Dürre ist da. Leute, die Dürre ist da und... Ah, ihr könnt es sehen, ja? Oder? Die Dinge sind jetzt auf 1 hochgegangen. Also das hat schon mal geklappt, ja? So. Jetzt ist es so, die Dürre ist da. Wir warten noch mal so ein bisschen ab hier. Erstmal warten wir ab und dann könnte ich zeigen, weil ihr seht ja, hier oben gibt es jetzt noch Wasser, weil automatisch die Dinger in der Dürre Anfang nach oben gegangen sind. Jetzt haben wir hier in diesem Bereich noch Wasser. Und hier verschwindet, glaube ich, gleich das Wasser dann, ja? Und wenn es so sein wird, dass wir in diesem Bereich hier bis zu dieser Schleuse, also in diesem Bereich gleich kein Wasser mehr haben werden. So, jetzt schwindet hier alles. Jetzt gibt es hier schon mal kein Wasser. Nur in unserem Bereich. Und halt das, was wir jetzt hier angestaut haben. Und falls es so sein wird, dass wir hier kein Wasser mehr haben, weil wir alles abgepumpt haben mit unseren Pumpen, dann wenn wir das hier öffnen, das ganze Wasser hier reinlassen. So als kleinen Notfall, ja. Ja, diese beiden Pumpen laufen natürlich jetzt gerade nicht, ne? Die haben kein Wasser hier unten, ne? Aber wenn dieser Bereich hier fertig ist, wird es so sein, dass hier dann Wasser ist. Und die können dann einfach weiterarbeiten. So ist zumindest der Plan. Also die Schleuse macht jetzt schon irgendwo ein bisschen Sinn vielleicht, ja. Sie tut auf jeden Fall das, was ich wollte zumindest. So, Energie. Wir brauchen Energie. Keine Arbeiter im Distrikt. Okay. Wir produzieren hier sowieso keinen Strom. Das heißt, wir machen hier in diesem Sägewerk, werden wir den, das werden wir pausieren. Dann geht der automatisch nicht hier rein. Doch, okay. Das Gebäude braucht noch Energie, das werden wir jetzt auch noch anschließen. Und zwar mit solchen tollen Sachen hier. Ich würde sagen, wir machen sofort so eine Antriebswellenschnittstelle hier hin, damit wir hinterher auch noch andere Sachen damit anschließen können. Das bauen wir jetzt sofort. So. Und dann gehen wir hier mit so einem geraden Stück weiter. Wo müssen wir das denn hier anschließen überhaupt? Ach hier hinten. Können wir das nicht da anschließen? Doch, auch. Ah, okay. Dann nehmen wir hier direkt so ein T-Stück hier. Oder auch so ein, ne, hier nehmen wir auch nochmal so eine Schnittstelle hier. Damit wir gleich die Auswahl haben, dass, ob wir nochmal nach hinten gehen mit den Dingern und auch noch nach hier hin und so, ne? Ja, ich denke mal so. So sollte das laufen. Ja, es läuft! Es läuft! Wahnsinn, kann ich gar nicht glauben. Guck mal, Sägewerk läuft. In der Dürrezeit. Geil. Sehr geil. Leute, wir brauchen... geil. Das freut mich. Wir machen hier Fortschritte. Nochmal Sägewerk. Wir brauchen auf jeden Fall 2 Sägewerke hier. Das macht nur Sinn. Also, zweites Sägewerk. Das allerdings bekommt Energie. Weil es neben so ein Gebäude ist, ja. Das ist okay. So, Leute, wir werden dieses Sägewerk, was hier oben steht, auch nochmal ausmachen. Und ich würde auch sagen, dass wir, jetzt gehen wir mal in Metall, jetzt gehen wir mal hier in der Schmelzerei.
schließen das hier auch an. Aber die Schmelzerei ist schon ein bisschen größer, ne? Ja, die Schmelzerei ist schon mal ein bisschen größer. Können wir die auch hier anschließen? Bekommt es dann auch hier Energie? Das sieht man jetzt so schlecht, ne? Wahrscheinlich schon, oder? Wir gucken mal. Jetzt habe ich das Ding einfach da dran gebohrt. Hier wollte ich eigentlich noch, wo haben wir es? So eine Zahnradwerkstatt, ne? Weil die von der Länge gleicher ist. So. Und hier müssen wir noch einen Pfad hinsetzen. Jetzt kommt da keiner hin. Ja, so. Hier haben wir hinterher noch Möglichkeiten, noch andere Gebäude zu bauen. Eventuell eine zweite Schmelze oder so. Mal gucken wir mal. So, der Motor macht jetzt hier so, was haben wir gesagt? 800 PS oder wo steht denn das hier? Ne, das steht hier nirgendwo. 400 PS, genau. 400 nur. Jetzt müssen wir das alles mal zusammenrechnen, ne? Hier haben wir 2x50 PS. Was brauchen wir hier? Das sind schon mal 220. Oh! 320, 420. Wir brauchen 420 PS Leistung. Wir haben aber aktuell nur halt 400. Ah, egal, das ist schon ausreichend. Schön, zweimal Sägewerk läuft. Ah, herrlich. Herrlich. Okay. Also diese Zahnradwerkstatt werden wir dann auch mal hier pausieren. Und die Schmelzerei könnten wir auch normalerweise jetzt auch abreißen, ne? Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, wir sollten das auch besser abreißen. Nein, machen wir später. Nein, machen wir später. Vielleicht brauchen wir da noch irgendwie so als kleinen Ersatz hier diese Sägewerke zumindest. Weil zwei Sägewerke sind mir zu wenig. Ich bin überlegen, ob wir nicht direkt schon ein drittes bauen sollten. Obwohl doch, guck mal, Bretter kommen jetzt ganz gut rein, ne? Metallblöcke und so. Liegt aber auch daran, dass wir hier auch schon wieder fast fertig sind, ne? Mit dem Bau. Aber. Ah, hier wurde schon angefangen zu bauen. Ja. Ja, angefangen zu bauen wurde hier schon, okay. Schön. Sehr schön. Was macht dann unsere... Da, großes Lagerhaus ist auch noch nicht fertig. Das müssen wir im Auge behalten. Rohholz sieht gut aus. Was brauchen wir hier denn? Bretter und Rohholz. Wo gehen denn jetzt unsere ganzen Bretter denn drauf? Hier braucht ihr gar nicht anfangen. Leute, wir werden hier diesen Komplex hier alles priorisieren hier. Das priorisieren, das hier und das hier. Das ist natürlich hier alles am wichtigsten hier, ne? Dass das alles fertig wird. So, Leute, komm. Gibt Gas hier. Wir brauchen Bretter. Was ist hier los? Warum wird hier nicht gearbeitet? Verstehe ich nicht. Hier wird nicht gearbeitet. Das macht mich nervös. Leute, fangt... Ich glaube, der hat verschlafen, ne? Ich glaube, der Biber, der hier arbeitet, der hat einfach verschlafen. Erstmal eine Stunde verschlafen. Schon mal ein Brett weniger. Okay. So, genau so habe ich mir das vorgestellt. Ja, was wir natürlich machen können, komm, wir reißen mal diese Schmelzerei hier ab, weil dann bekommen wir auch wieder die ganzen Klamotten wieder, ne? Ja, 15 mal Zahnräder bekommen wir wieder, komm, das machen wir. Wir brauchen das halt da oben, ne? Dann reißen wir schon mal dieses Sägewerk hier ab. Ja, bekommen wir auch mal wieder ein bisschen was wieder, obwohl das war, für ein Sägewerk bekommen wir auch nur, Rohholz wieder. Und Rohholz haben wir genug.
Gut. Wir gehen jetzt mal ins Wohlbefinden rein und bauen uns schon mal so einen Heiler hier hin, ja? Wo bauen wir uns diesen Heiler hin? Am besten nicht auf fruchtbarem Boden. Das wäre nämlich eine Verschwendung. Ich möchte hier oben hinterher auch diese Plattform nutzen. Aber hier hinten wäre auch blöd. Wir müssen das mal hier hinbauen. Wir dürfen nicht so viel Platz verschwenden. Hier möchte ich hinter einer Treppe oben nach oben bauen und so, dass wir diesen oberen Bereich auch noch nutzen könnten. Ja, wir bauen jetzt erstmal so eine Heilerbude hier. Brauchen wir auch Metallblöcke, Zahnräder und Bretter. Aber diese Priorität setzen wir mal ein bisschen nach unten hin. Wir bräuchten auch hinterher. Gehen wir mal unter Speicher. So ein kleines, einen kleinen Tank werden wir hier hinbauen. Wir werden hier einen kleinen Tank hinbauen, weil hier werden wir hinterher die Medizin. Die Medizin lagern. So dass die Medizin nicht weit weg ist von den Krankenbetten. Gibt es Fortschritte hier? Nein. Das ist blöd. Doch, unser großes Lagerhaus. Da wird gearbeitet dran gerade. Wir brauchen noch über 40 Bretter hier. Na super. Oh, Leute. Achso, die Dürre ist wieder da. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Egal, jetzt haben wir wieder Wasser. Aber ihr seht ja, die Dürrezeit haben wir relativ gut überstanden jetzt noch, ne? Wir haben 158 Wasser noch im Tank. Das war ungefähr halb befüllt hier in den ganzen Tanks. Nahrung hatten wir mehr als ausreichend. Also Nahrungsprobleme haben wir nicht. Wenn, dann hätten wir eher, ja, Wasserprobleme. Gut, Wasser ist wieder da. Können wieder duschen gehen. Stinkigen Biber. Wenn dieses Lager hier voll ist, dann können wir auch mal wieder ordentlich Weizen. Guck mal, da sind so viel Weizen, haben wir eingelagert. Hier haben wir jetzt 50 Weizen. Und hier ist auch schon wieder fast 50 Weizen voll. Ja, Mehlproduktion, genau. Könnten wir auch schon mal machen, ne? Gehen mal unter Nahrung. Getreidemühle. Aber dann haben wir halt auch das Problem, dass wir dann ja ziemlich zeitnah schon einen Motor brauchen. Einen zweiten Motor, das wäre dann auch nochmal so eine Sache hier oben, ne? Egal, wir bauen jetzt erstmal eine Getreidemühle, ja. Die werden wir... Ja, wenn wir die da dran setzen, teilt Energie mit angrenzenden Gebäuden. Das wäre ja auch eine ganz coole Sache, ne? Das wäre irgendwie ein bisschen platzverschwenderisch, oder? Was können wir denn noch bauen? Eine Bäckerei, die braucht keine Energie. Die müssen wir nicht zwingend hier oben hinbauen. Was wollen wir denn noch hier hinbauen? Das weiß ich gar nicht. Papiermühlenfabrik und so. Das genau. Sowas könnten wir alles machen, ne? Egal. Jetzt bauen wir erstmal die Getreidemühle hier oben hin. Hier bauen wir hier hin. Was braucht die denn? Rohholzbretter, Zahnräder. Auch Zahnräder. Wie viele Zahnräder haben wir denn überhaupt? Null. Also da kommen wir jetzt nicht weiter. So, wir müssen jetzt mal hier die Priorität runter machen. Weil ich möchte auch, hier gehen wir auch mal so ein bisschen runter. Hier gehen wir ein bisschen runter. Weil die Zahnradwerkstatt finde ich jetzt mal am wichtigsten, ne? Jetzt lassen wir das hier eben durchlaufen mit diesem großen Lagerhaus. Da brauchen wir noch 9 Bretter. Dann soll das was werden hier, ne? So, hier, dieses Zahnradwerkstatt-Dingen hier reißen wir mal ab. Dann bekommen wir mal wieder 19 Bretter. Dieses Sägewerk lassen wir einfach mal laufen. Wir lassen dieses Sägewerk laufen, weil wir auch sowieso Arbeitslose haben.
Okay. So, großes Lagerhaus ist fertig. Schön. Dann einmal Weizen einlagern. Und jetzt werden erstmal die ganzen Bauernhöfe hier. Die Biber gehen jetzt hier in diese Bauernhöfen rein und holen jetzt erstmal das ganze Zeug hier, glaube ich, raus. Der ganze Weizen, ne? Ja, nicht so wirklich, ne? Doch. Weizen ist raus. Ja, Weizen ist raus und schon. Oh ja. Hier geht jetzt nach und nach das Weizen rein. Sehr schön. Okay. Wir machen das jetzt so, dass wir noch zusätzlich so einen Schlepperposten. Wo drunter waren die? Unter Arbeit, ne? Arbeitsschlepperposten. Passt das noch hier hin? Ja, würde hier hinpassen, aber dann hätten wir hier nichts gebaut, ne? Bauen wir jetzt dahin so einen Schlepperposten. Weil es wäre eigentlich sehr verschwenderisch, wenn wir arbeitslose Biber hätten, die nichts zu tun hätten. Weil die könnten wir immer wieder gebrauchen in solche Schlepperposten, ja. Und falls es so sein wird, dass wir Arbeiter benötigen, werden wir einfach welche vom Schlepperposten abziehen. Schön. Zahnradwerkstatt ist fertig. Dann werden wir jetzt erstmal diese Schmelzerei hier priorisieren. Zahnräder und Bretter brauchen wir hier. Getreidemühle, gut, müssen wir jetzt nicht unbedingt priorisieren. Was ist hier los? Gebäude muss durch Pfade. Ah, okay. Ja, das machen wir. Das kriegen wir hin. So. Okay. Und wie sieht das hier aus? Hier können, hier können unsere Biber nicht bauen, weil sie kommen nicht dahin. Ein bisschen blöd finde ich halt, dass wir hier Pfade, können wir keinen Pfad drauf bauen, ne? Das heißt, wir müssen auch irgendwie hier gucken, dass wir hier hinkommen. Müssen wir schon wieder mit Doppelplattform arbeiten, ja? Aber wir könnten ja hier von da aus rübergehen, oder? Ich sehe gar nichts hier, was ich hier mache. Doch. Ja, wir werden jetzt erstmal hier rüber bauen und dann werden wir... Kann ich die Sicht nicht anders machen, dass ich das sehe? Oh nee, das wollte ich gar nicht. Dich wollte ich gar nicht dahin bauen. Ja komm, jetzt bauen wir das ganze Ding voll hier. Gewaltig sieht das hier aus hinterher. Ich glaube, wir bauen alles voll mit Plattformen hier, so dass wir von hier aus gar kein Wasser sehen. Machen wir das auch schon mal so, dass wir hier Pfade einfach hinbauen, sodass unsere Arbeiter hinter hier arbeiten gehen könnten, ja. Ah, gewaltigen, das ist sehr gewaltig hier, was wir bauen. Und im Endeffekt schauen wir mal, ob sich das auch gelohnt hat, was ich hier so geplant habe. Schön. Weizen kann geerntet werden, weil Weizen gelagert werden kann. Getreidemühle wartet. Zahnräder haben wir auch noch nicht, ne? Okay. Gut, Leute. Wir haben immer noch genug Baustellen offen, ne? Das einzige Schöne ist, dass das hier so ein bisschen funktioniert hat, ne? Guck mal, die Höhe von der Schleuse ist wieder auf Null. Das heißt, sie lässt komplett Wasser durch. Und ja, wir haben in der Dürrezeit, also jetzt gerade in der letzten Dürrezeit, haben wir die Schleuse nicht aufgemacht. Ich hätte das, weil ich es nicht auf dem Schirm hatte, ich hätte das noch kurz bevor Dürre Ende war, hätte ich das noch aufmachen können, sodass wir nochmal einen Schluck Wasser hier reinlassen können. Das ist auch eigentlich nur für einen Notfall gedacht hier vorne, ja. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass wir so einen Motor haben mittlerweile. Dass wir diese ganze Produktion jetzt hier nachher oben erstmal hingeholt haben. Wir machen auch Fortschritte gerade mit den Weizen. Das heißt, wenn wir so eine Getreidemühle fertig haben, werden wir da auch erstmal warten, bis einiges an Mehl
gemahlen worden ist. Und dann werden wir gucken, wo wir eine Bäckerei hinbauen werden. Weil eigentlich wollte ich nicht hier oben eine Bäckerei hinmachen. Aber das macht nur Sinn, hier oben eine Bäckerei hinzubauen, weil... Komm, das machen wir eben. Bevor ich die Idee vergesse, werden wir eine Bäckerei erforschen und gucken, wie groß die ist. Ah, okay. Also sie würde noch hier hinpassen. Weil ich möchte natürlich jetzt nicht so große Wege machen mit dem Mehl hinterher. Wir bauen die hier auf der Ecke. Sieht am coolsten aus, oder? Ein Pfad. So. Also hier wird hinterher aus Mehl und Wasser, glaube ich. Mehl und Wasser wird Brot gemacht, oder? Anleitung. Brote, genau. Okay. Vielleicht machen wir hinterher noch so ein kleines Mini-Lager hier hin. Komm, das machen wir jetzt auch noch schnell. Das machen wir jetzt auch noch gleich schnell. Kleines Lagerhaus. Ich möchte natürlich das hier, weil hier ist, können wir das sowieso aussuchen, ne? 1, 2, 3, 4. Und hier soll jeweils immer Mehl gelagert werden, falls zu viel Mehl produziert wird. Achso, Brote könnten wir natürlich auch hier lagern, ne? Aber dann müssen die, dann müssen die Biber immer hier nach oben gehen. Dann müssen die Biber immer hier nach oben gehen, wenn die Bock auf Brote haben. Also machen wir das erstmal so, dass hier nur Weizenmehl, natürlich Weizenmehl gelagert wird. Okay. Also das mit den Broten sollte dann jetzt quasi von ganz alleine gehen, ne? Wenn die soweit alles hier durch haben. Unsere Schmelzerei ist fertig, schön. Keine Arbeiter im Distrikt. Das finde ich nicht gut. Warum ist das so? Gut, kümmern wir uns einfach darum in der nächsten Folge. Dann haben wir noch was zu tun. In der nächsten Folge würde ich sagen, dass wir noch für mehr Nachwuchs sorgen müssten, ja? Wir werden in der nächsten Folge noch zwei, drei Zuchtbehälter bauen müssen. Wir müssen in der nächsten Folge noch vielleicht noch so eine große Baracke bauen, weil wir haben aktuell nur 4 freie Betten. Also wir werden hier noch irgendwo eine Baracke hinbauen müssen. Also quasi erstmal für Nachwuchs sorgen. Wir müssen größer werden, weil wir brauchen mehr Arbeitsplätze. So viel steht fest. Und je nachdem, wie lange das hier dauert, schauen wir mal, wie das so in der nächsten Folge wird, ja? Leute, unbedingt einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, den Kanal unterstützen. Wenn ihr mögt, gerne noch einen Kommentar dazu. Und wenn ihr mögt, lasst in den Kommentaren euren Namen da, ja? Und euren Wunschberuf. Weil wir können die Biber hier umbenennen. Ja, wir können die Biber umbenennen. Also wenn ihr mit dabei sein wollt, Kommentar da lassen. Und ich werde daran arbeiten. Ja, genug gequatscht. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Gesund bleiben und so. Bis dahin. Bye, bye.